Das bin ich. Valerie, 4 Jahre. Ich wohne mit meiner Oma Emilie und meinen Eltern in einer kleinen Wohnung mit verglaster Veranda. Von dort kann ich auf den Bodensee schauen, wenn ich mir den kleinen Holzschemel aus dem Bad hole. Ich darf das nur, wenn ich verspreche, nicht das Fenster zu öffnen. Wir wohnen im 3. Stock. Doch ich würde immer gern das Fenster öffnen, wenn ich hinausschaue, weil ich dann den Wind und die Geräusche besser hören könnte. Meine kleine Welt würde um ein Vielfaches größer. Manchmal verliert er einen Ball. Dann beginnt er von neuem und schaut ihm eine ganze Weile zu. Und nachdem meine Mama mich scheinbar nicht vermisst und mein Vater verschollen ist, stehe ich auf und gehe zu dem Jungen hin. In angemessener Entfernung bleibe ich stehen, um besser beobachten zu können. Er gefällt mir mit seinen semmelblonden Haaren. Nett und freundlich sieht er aus. Ich riskiere ein Lächeln. Hey du, willst du es auch mal probieren? Ja, antworte ich, aber ich kann das nicht. Ja, eh klar kannst du das nicht. Das muss man lange üben, aber wenn du magst, bringe ich es dir bei. Ich vermisse die Manege. Ich vermisste das Publikum, meine Seismografin, der mir unmittelbar zeigte, ob ein Gag ankommt oder nicht. Ich wollte so gerne wieder spüren, wie es ist, eine Strecke von Auftritten hintereinander zu haben und sich jeden Abend erneut auf das Publikum einzulassen. Natürlich erkannte ich hinter dem Vorhang hervorspitzend, ob meine Gags ankamen. Nur Lorenzo spielte sie auf seine Weise. Und ich würde sie ein wenig anders spielen. Halt wie Valerie. Solche Gedanken schob ich schnell beiseite, denn sie machten mich nur traurig und verbittert. Und das wollte ich in keinem Fall sein. Isn't it rich? Are we a pair? Me it left on the ground, you in midair, sand in the clouds.